Und sage nochmal guten Morgen, herzlich willkommen hier bei dem Kickoff für unser neues Eventformat DBCC 2020. Wir vom Past Deutschland e.V., wir freuen uns drauf auf diesen Tag und begrüßen euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass jetzt meine Vorstandskollegen sich auch wieder unmuten und wir würden im Grunde genommen dann gerne in dieser Opening Session mit euch ganz kurz ein bisschen über Themen vom Past Deutschland e.V. gehen, ein bisschen was zu diesem Event sagen und genau. Und dann würde ich sagen, starten wir in einen hoffentlich spannenden und erfolgreichen Tag. Oliver, möchtest du ein bisschen was zu uns erzählen? Ja, gerne. Auch erstmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Es rauschen ja noch ein paar Leute rein, aber wir hauen einfach mal los. Ja, wir, Past Deutschland, der Vorstand, haben uns überlegt, dadurch, dass es leider keinen Secret Saturday im Rheinland geben kann, aus den berühmt-berüchtigten Corona-Gründen, machen wir ein neues Event, in dem wir einfach mal versuchen, online na entsprechend Content über Teams zu delivern. Und ja, wir als Past Deutschland haben natürlich uns ein paar Gedanken gemacht, wie kriegen wir das am besten hin. Wir haben uns für Teams entschieden, weil wir dachten, da kann im Prinzip jeder relativ schnell rein. Wir sind eine Microsoft Data Platform Community, nutzen Microsoft-Technologie, dann nutzen wir halt auch mal Teams. Normalerweise für die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, und uns nicht so kennen, werden wir nachher noch ein bisschen was über unsere Struktur sagen. Das macht der Tillmann gleich. Der ist bei uns für die ganzen Regionen zuständig. Meine Wenigkeit ist sozusagen der V1 dieses ganzen Konstruktes. Ja, grundsätzlich wegen Corona haben wir dann halt den guten Secret Saturday abgesagt. Normalerweise versuchen wir uns eigentlich immer gerne face-to-face zu treffen und uns auszutauschen. Wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Nachher gibt es auch noch mal ein bisschen was zur Agenda. Grundsätzlich, wir als Pass mit dem Thema Corona gehen da eigentlich relativ strikt um. Wir machen das so wie Microsoft. Die Microsoft hat ja auch alle ihre entsprechenden Face-to-Face-Events bis nächstes Jahr abgesagt. Das haben wir bis dato auch getan. Das heißt, wir werden auch keine weiteren Events dieses Jahr machen. Wir werden auch wahrscheinlich keine SQL-Konferenz in Darmstadt machen. Die haben wir jetzt im März gerade noch so vor dem Lockdown hinbekommen. Weil uns geht es halt einfach darum, nicht, dass wir in irgendeiner Form wissen, was nächstes Jahr schon passiert oder wissen, was im Dezember fürs Passcamp schon passiert. Aber bei uns halt einfach die Problematik, dass wir solche Events halt planen müssen und dass wir da in finanzielle Vorlage gehen müssen. Und das fällt uns als kostenfreien Verein natürlich sehr schwer, dort halt das entsprechende Budget vorzuhalten, weil die Veranstaltungsagenturen und die Veranstaltungsvenues halt alle im Prinzip irgendwelche Vorkassen haben wollen. Und das können wir in der aktuellen Situation halt leider nicht leisten, weil das Risiko für uns natürlich zu hoch ist, um dann später hinzugehen und zu sagen, oh ja, wir müssen wegen Corona dieses Event doch wieder canceln und bleiben dann auf 40.000, 50.000 Euro oder noch mehr an einer entsprechenden Vorleistung sitzen. Deswegen halt jetzt der Punkt mit der Online-Konferenz. Aber Wir dazu schauen. noch mal eine Frage, Oliver, weil ich finde, dass also wir kommen ja auch dann noch mal gleich noch mal ein bisschen ausführlicher auch noch mal auf Events, die wir normalerweise so machen. Aber das ist ja jetzt auch tatsächlich mal ein Versuch für uns rauszufinden. Wir sind eine Offline-Community, hast du ja gerade auch schon gesagt. Das sehen wir, glaube ich, auch alle gemeinsam so. Das ist unser Standpunkt, dass wir natürlich, sobald das irgendwie möglich ist, auch wieder uns persönlich irgendwo gerne begegnen und wollen und dass wir uns da treffen wollen.
Aber es ist ja schon auch so, dass das jetzt hier ein echter Versuch ist mit diesem Format. Das heißt also, ihr liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich mega drauf, auch euer Feedback zu hören hinterher nach diesem Tag, ob das irgendwie sinnvoll war, ob euch das was gebracht hat. Ob das ein zusätzliches Format ist, was wir irgendwie so in den Pass-Jahreskalender aufnehmen sollten. Und ich bin total gespannt darauf, auch wie das funktionieren kann heute den ganzen Tag. Auch natürlich, was dann von allen Seiten, von den Sprechern, von den Teilnehmern eben so an Rückmeldung kommt. Ich finde es total spannend. Ich habe mich total gefreut auf heute. Ich bin echt gespannt, was der Tag heute bringt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Vorstandskollegen, aber das ist ja mal was Neues für uns quasi. Das ist auf jeden Fall ein Versuchsballon. Es ist auch eine Fragestellung, inwieweit, weil es gibt ja ganz viele Veranstaltungen momentan, die halt auch online geswitcht werden. Ja, auch Microsoft-Veranstaltungen, die im Prinzip jetzt eine Bild oder so, die nah online passieren, wo auch neue Konzepte halt stattfinden. Ich denke, wir werden da eine Menge, oder ich hoffe auch, dass wir da eine Menge lernen können und schauen mal, was passiert. Genau, du hast jetzt auch PaaS Deutschland und Covid ja schon angesprochen. Ne? Wir haben ja dann, wie gesagt, das Glück gehabt, da diese Konferenz noch durchführen zu können. Ja, also wir sind sehr froh, dass das natürlich noch so das letzte Großevent eigentlich im Data-Umfeld jetzt in Deutschland auch gewesen ist, bevor dann leider diese Pandemie so richtig losgeschlagen hat. Und wir waren kein Superspreader, das ist auch schon mal ganz wichtig zu wissen. Keine Karnevalsveranstaltung, die in irgendeiner Art und Weise dann für weitere Infektionen halt gesorgt hat. Nee, also das ging eigentlich echt ganz gut. Und es ist natürlich halt auch für uns so ein bisschen die Problematik. Wir finanzieren uns ja durch diese großen Events. Ja, das heißt, wir werden hier auch so ein bisschen gucken müssen, was können wir für neue Konzepte an den Start bringen, um auf der einen Seite das Funding für PaaS Deutschland, also für die Data-Plattform-Community auf die Reihe zu bekommen. Und dann halt auch eigentlich das, was unsere Community ausmacht, wie du schon sagtest, Kostja, dass man sich halt trifft, dass man sich auch in die Augen gucken kann, dass man auch ein Bierchen miteinander trinken kann. Also vielleicht gibt es da auch nochmal Konzepte, das virtuell zu machen, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man halt einfach schön zusammensitzen kann und fachsimpeln kann, als wenn man das halt jetzt hier über Teams oder was auch immer für eine Technologie hat. Ja, ich habe gestern schon gehört, dass es wahrscheinlich ein bisschen heute sich dann am Ende des Tages vor allem so anfühlen wird, dass doch jetzt die Zeit gekommen wäre, wo wir schön nochmal gemeinsam einen kleinen Gin Tonic trinken. Mhm. Das wird sich ja dann heute ein bisschen anders ausfallen als sonst. Aber wie gesagt, ich bin total gespannt auf den Tag. Hast du kein Zuhause? Ich habe genug zu Hause, aber es ist so mit Anstoßen oder so irgendwie, weißt du, so mit einer netten Unterhaltung noch dabei, ist das doch nochmal irgendwie was anderes, finde ich. Hast du gerade gefragt, ob Kostja kein Zuhause hat? Man hätte es so verstehen können, mein lieber Ben. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. So, aber das hieß natürlich auch, dass wir für die Regionalgruppen ja so ein bisschen gucken mussten jetzt mit dieser Corona-Situation, wie wir damit umgehen. Vielleicht, Tilman, erzähl doch mal nochmal ein bisschen generell was zu den Regionalgruppen. Es könnte ja auch sein, dass der ein oder andere jetzt PaaS noch nicht so im Detail kennt und was dann dort jetzt quasi im Prinzip passiert ist. Aber gerne doch. Wie ihr auch schon auf der Karte seht, wir haben in Deutschland 15 Regionalgruppen. Das heißt, unser Verein ist von der Struktur her so aufgebaut, dass es zwar uns, die wir jetzt hier quatschen, vom Vorstand gibt, aber eigentlich basieren wir auf den Regionalgruppen, die in der Regel monatlich, teilweise auch alle 2 Monate Treffen machen in verschiedenen Locations, teilweise bei Microsoft im Office, wenn es eins gibt, teilweise in Kneipen, teilweise auch bei anderen Unternehmen, die uns dahingehend sponsoren und dann 1 oder 2 Vorträge für den Abend organisieren plus ein gemütliches Zusammensitzen. Das ist natürlich auch in der Corona-Zeit jetzt so nicht mehr machbar. Von daher haben wir uns dazu entschieden, die Veranstaltung nicht mehr offline stattfinden zu lassen, sondern das alles noch online virtuell durchzuführen. Das haben einige Regionalgruppen relativ schnell für sich organisiert. Wir sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, mit den Regionalgruppen zusammen, dass es nicht so vorteilhaft ist, wenn jede Regionalgruppe wie bisher auch zum regulären Termin Treffen veranstaltet, weil diese Regionalgruppentreffen, wie wir sie sonst bisher hatten, regional ja nicht mehr Sinn machen, wenn sie online sind. Ihr könnt ja nun an jedem einzelnen Treffen teilnehmen. Von daher haben wir uns dazu entschieden, dass wir bis auf Weiteres die Treffen so organisieren, dass jede Regionalgruppe abwechselnd immer ein Treffen organisiert.
im zweiwöchigen Rhythmus und dass das Ganze halt dann entsprechend logischerweise deutschlandweit ausgestrahlt wird. Wir wollen damit starten. Jetzt, wir hatten schon ein oder zwei Treffen vor der Konferenz. Richtig starten werden damit jetzt nach der Konferenz. Ihr werdet dazu auch eine eigenständige Seite bei uns auf der oder einen eigenständigen Bereich bei uns auf der Webseite finden unter sqlpass.de. Und dort werden dann alle Termine entsprechend aufgelistet sein. Cool. Dann haben wir ja schon gesagt, dass wir natürlich irgendwie so eine Microsoft-nahe Community sind. Das heißt, wir verstehen uns ja so ein bisschen als die Data-Plattform-Community oder die Microsoft-Data-Plattform-Community in Deutschland. Wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen über den Tellerrand, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir versuchen, eng mit Microsoft zusammenzuarbeiten, ne? Und auch Microsoft hat, Oliver, du hast ja schon angesprochen, hat mit seinen Events ja auch auf virtuelle Formate geswitcht. Aber insgesamt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, reden wir denn mit Microsoft eigentlich auch gerade darüber, was wir jetzt gerade in dieser Zeit vielleicht auch noch gemeinsam tun können? Richtig, tun wir. Das heißt, wir sind da eigentlich in ganz guten Kontakt mit den Kollegen aus Schwabing, beziehungsweise auch aus Redmond, um zu gucken, was können wir denn eigentlich für die Community noch tun, in einer Zeit, wo halt alle im Homeoffice unterwegs sind und wo man halt auch irgendwie nach neuen Möglichkeiten suchen muss, entsprechendes Wissen halt weiterzugeben. Und da wird es demnächst hoffentlich auch ein schickes Angebot geben, was das Thema Weiterbildung betrifft, was das Thema Zertifizierung betrifft von Microsoft und uns. Da schaut mal, so ab Juli wird es da von unserer Seite hoffentlich, wenn alles gut geht, ein Announcement geben, dass wir da auch ein schickes Angebot machen können. Ja, und wo du es gerade schon sagst, Training und Zertifizierung. Ganz passend haben wir ja sogar heute auch einen Vortrag im Programm. Kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf. Aber das ist, finde ich, auch was ganz Großartiges, dass wir natürlich vielleicht jetzt nicht nur die technischen Themen betrachten, sondern man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzt, was kann man in so einer Zeit an sonstigen Content-Inhalten oder auch Support einfach für unsere Community bereitstellen. Also ihr seht, auch da machen wir uns Gedanken. Ja. Gut, dann kommen wir nochmal auf die Events. Also Oliver, du hast es schon angesprochen, ja, SQL Server Konferenz 2021. Ihr seht es auch aktuell auf der Webseite, ist so ein bisschen pending. PassCamp ist normalerweise ein Veranstaltungsformat von uns. Frank, du hattest, glaube ich, auch dir schon viel Gedanken gemacht, was man ansonsten noch tun kann. Und vielleicht willst du aber auch nochmal einen Überblick über unsere Events geben, die wir eigentlich geplant gehabt hätten für 2020 und 2021 und wie so der aktuelle Stand der Planung ist. Ja, also es ist so, wie ihr alle wisst, haben wir normalerweise einerseits das PassCamp, was halt im Dezember immer stattfindet, im Lufthansa Trainingszentrum. Das haben wir ja so wie vorhin auch schon gesagt, ist das halt abgesagt worden, weil wir einfach das finanzielle Risiko nicht tragen können für so eine Veranstaltung. Zumal es ist ja im Endeffekt, wir als Vorstand verwalten ja sozusagen nur das Geld der Mitglieder und das ist halt was wir definitiv an der Stelle halt nicht machen können, wo wir nicht ins Risiko reingehen können. Auf der anderen Seite halt bei der SQL-Server-Konferenz 2021 sieht es so ein bisschen ähnlich aus. Also da ist es halt so, was wir uns überlegt haben, ist, sollte es halt die Möglichkeit geben, dass in irgendeiner Art und Weise eine Konferenz stattfinden kann, dann werden wir da irgendwas machen, vielleicht in einer anderen Location oder so, da muss man mal gucken. Aber das Problem ist halt bei der ganzen Situation momentan, dass ja keiner so richtig weiß, wo es hingeht. Und wir wissen auch nicht, wie das aussieht, beispielsweise wenn es die Urlaubszeit vorbei ist, ob es da irgendwie eine zweite Welle gibt oder was auch immer. Ja. Und wir werden halt so als Verein dynamisch auf die ganzen Sachen reagieren. Und als Anlaufstelle für solche Sachen ist halt für euch auch die Webseite. Das heißt also, wenn sich irgendetwas ergeben sollte, dann werdet ihr das als allererstes auf der Webseite finden und wir werden das natürlich dann auch entsprechend auf Twitter und so raushauen. Vielleicht der ein oder andere mag das vielleicht mitbekommen haben, was wir machen in einer mehr oder weniger lustigen Runde ist, wir einfach um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken und um einfach auch zu zeigen, dass wir halt in Anführungszeichen auch noch da sind, ist es so, wir nehmen jetzt dreimal pro Woche den Podcast Frühstück bei Pass auf, wo wir uns halt um, ja, vielleicht auch nicht immer datenbankbezogene essentielle Themen des Lebens. Genau, wir kümmern uns da um essentielle Themen des Lebens, wo wir einfach halt
so ein bisschen drüber reden, wie das denn ist mit dem Homeoffice für alle und so. Und wer da bisher noch nicht reingehört hat, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, da mal reinzuhören. Wir sind auf der einen Seite... Eine Gelegenheit, mal das Handhebe-Feature auszuprobieren. Könnte doch mal jeder jetzt seine Teams handheben, um zu signalisieren, dass er schon ein Frühstück bei Pars Podcast gehört hat. Hervorragende Idee. Und ich freue mich ja quasi so ein bisschen, dass das jetzt ja heute so fast so ein bisschen sich anfühlt, als wäre ich das erste Mal auch irgendwie so live bei so einem Pars-Frühstück dabei. Ich hoffe, ihr habt auch heute alle einen guten Kaffee vor euch stehen. Und wie viele Hände sind denn gehoben? Weil ich sehe es gerade ja nicht. Ist ein bisschen schwierig zu zählen. Also ich würde jetzt mal sagen... Patrick, könntest du das mal bitte weitergeben, dass Teams eine Handhebe-Zählfunktion braucht? Ja, genau, absolut. Das Analytic-Feature fehlt. Mann. Also ich würde jetzt mal so schätzen, ein Viertel ungefähr. Vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel aller Hände sind oben. Und denen bluten schon alle die Ohren. Genau. Ja, also wer das halt bisher noch nicht gesehen hat, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ihr findet den Podcast auf der einen Seite auf der Pars-Webseite natürlich und auf der anderen Seite ist es so, wir sind auch bei Spotify und bei iTunes. Also das heißt, wer halt entweder ein Spotify-Konto hat oder wer halt ein iGerät hat, kann im Prinzip uns dann da auch hören. Genau, und wem es dann immer noch nicht genug ist und noch nicht die Ohren bluten, der kann dann auf Spotify auch nach die entsprechende Musiksammlung des Frühstücks hören. Richtig. Das ist aber dann nur noch für ganz Hartgesottene. Ja. Bezüglich der Frage, wie diese Analytics-Ebene passiert, es gibt mittlerweile Umfragen innerhalb von Teams. Ja, okay, aber dieses Feature fehlt definitiv. Natürlich. Wie der Jörg Deiters richtig angemerkt hat, die Zählfunktion gibt's. Echt? Es haben 15 Leute die Hand gehoben. Ja, guck. Wo gibt's die denn? Wo sieht man das denn? Im Moment tun es noch 4 unten bei Teilnehmeranzeigen. Siehst du so eine kleine 4 stehen? Jetzt noch 3. Jetzt wieder 4. Jetzt wieder 3. 2, 3, 4, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Ich will mich ja nicht outen, aber in der Version, die ich hier habe, kann ich keine Hand heben. Aber ich melde das einfach mal so. Na, das sieht ganz gut aus. Genau, Klaus, das liegt an deiner Physis. Aber alle schon was Klaus, gelernt. Du bist heute hier nur Gast, hör mal, Klaus. Sehr gut, da haben wir jetzt die kleine kurze Teams- und Teams-Feature-Schulung auch schon gleich mit eingebaut. Aber wie ihr seht, wir machen uns halt ein paar Gedanken, was wir trotzdem für euch tun können, ja. Auf virtueller Ebene, auf Audio-Ebene, beziehungsweise einfach auch in diesen Corona-Zeiten, um ein bisschen auch mit euch in Kontakt zu bleiben. Umso großartiger, dass ihr jetzt da heute anwesend seid und die Hand gehoben habt. Und wer sie noch nicht gehoben habt, einfach mal schauen, was wir euch auch an der Stelle zu bieten haben. Dazu kommt natürlich auch diese wunderbare Konferenz heute, also unsere Data Blaster Community Konferenz. Ihr dürft auch fleißig natürlich auf allen Social Media Kanälen, die ihr so bedient, unter dem Hashtag DBCC2020 den ganzen Tag euch äußern. Hoffentlich natürlich positiv, aber wir freuen uns echt, da auch ein bisschen was mitzubekommen. Und vielleicht ganz kurz noch mal ein bisschen von meiner Seite, wie wir so da uns Gedanken gemacht haben. Also es wurde ja schon angesprochen, normalerweise wäre ja morgen der Termin gewesen für unseren SQL Saturday Rheinland, ja, den wir eigentlich jährlich an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchführen. Und es war ja dann irgendwann natürlich klar, das wird dieses Jahr so nicht funktionieren. Wir werden also dieses Event absagen müssen. Nicht nur von unserer Seite, sondern auch die Hochschulseite hat natürlich gesagt, das kann so eben dieses Jahr nicht stattfinden. Und dann hatten wir halt im Vorstand auch so ein bisschen diskutiert, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Machen wir eine Alternativveranstaltung? Wie kann die aussehen? Und sind dann eben auf diese Data Blaster Community Konferenz gekommen. Jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht, ich hoffe, das teilt der Vorstand im Wesentlichen, aber für mich war ganz wichtig, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir nehmen diesen SQL Saturday und packen den jetzt online, machen das gleiche Format und haben so ein bisschen die gleiche Struktur, sondern wir haben dann schon darüber gesprochen und uns ein paar Gedanken gemacht, wie könnte es auch ein bisschen alternativ mal ablaufen. Das hat dazu geführt, dass wir eben nur 30-Minuten-Sessions heute haben werden und tendenziell ist es, glaube ich, auch kein Beinbruch, wenn die auch mal nur 27 oder 25 Minuten gehen, aber es sollen halt kurze, knackige, interaktive Sessions für euch sein, wo ihr über ganz viele Themengebiete hinweg Input bekommen könnt. Wir haben zusätzlich nicht nur eine Sprecherrolle, sondern auch so eine Hostrolle definiert, wobei eigentlich für mich persönlich das jetzt egal ist, wer Sprecher ist und wer Host ist.
Tendenziell ist es natürlich so, der Speaker ist derjenige, der gerne euch das Thema näher bringen möchte und auch den Content dafür natürlich irgendwie liefert. Aber es soll schon auch ein bisschen interaktiv sein. Wir sind ganz gespannt, natürlich auch zu sehen, was die einzelnen Sprecher und Hosts sich da haben einfallen lassen. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Ja. Bedeutet auch, dass wir natürlich auch das ganz schön finden, das ist ja eben gerade auch schon passiert, dass ihr eine Möglichkeit habt, als Teilnehmer euch ein bisschen einzubringen. Aber an der Stelle trotzdem natürlich nochmal ganz klar, sind kurze, knackige Sessions. Sie werden aufgezeichnet. Denkt da einfach dran, wenn ihr da interagieren wollt. Ja? Und das war so ein bisschen die Idee, angelehnt natürlich auch an Formate, die vielleicht der ein oder andere kennt, wie, weiß ich nicht, ein Azure Friday oder so, wo eben man quasi mit einem Gast an der Stelle darüber diskutiert, was er gerade für ein tolles Produkt, tolles Feature, tolle Technologie, woran er da gerade arbeitet und was es da Neues zu erzählen gibt. Wir haben außerdem versucht, so ein bisschen natürlich auch unterschiedliche Level anzusprechen. Also das heißt, es wird schon ein paar Vorträge geben, die jetzt vielleicht nicht so einsteigertauglich sind. Es wird aber auch etliche Sessions geben, glaube ich, die total gut geeignet sind für Leute, die mal in ein Thema reinschauen möchten. Und zusätzlich, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, es sind nicht nur technische Themen dabei, sondern auch so ein bisschen in Richtung von zum Beispiel dem Thema Zertifizierung oder dem Thema, was gibt es denn für Guidance, Frameworks. Wir haben ja auch zum Thema Governance für Power BI zum Beispiel oder so Vorträge. Also ich glaube auch da eine bunte Vielfalt und hoffe natürlich, dass euch das dann gut gefallen wird. Wir schauen auch gleich nochmal ein bisschen auf die Agenda drauf. Aber das mal zum Format. Ihr habt alle die Webseite ja vermutlich gefunden, sonst wärt ihr vielleicht jetzt nicht hier anwesend. Aber auf der Webseite findet ihr eben für jede Session auch einen entsprechenden Teams-Link, über den ihr dann an der entsprechenden Session teilnehmen könnt. Genau. Und damit würde ich nochmal zurückgeben, auch ein bisschen an meine Vorstandskollegen. Die Agenda, die wir hier sehen, erster Teil. Was ist so euer Eindruck? Worauf möchtet ihr nochmal hinweisen? Gute Frage. Also grundsätzlich erstmal, dass wir es halt, das ist schon so ein bisschen, wie wir das auch bei dem beim Saturday und so weiter haben, dass wir es thematisch halt in diese drei Tracks halt ausgesetzt haben. Was halt nochmal wichtig ist, du hattest das am Anfang erwähnt, wir zeichnen jede dieser Sessions auf. Ja, das heißt, wenn uns der Technikgott lieb hat, dann werden diese ganzen Sessions dann auch später auf der PaaS-Webseite zur Verfügung stehen. Ist das richtig, lieber Frank? Das war technisch. Ja, das ist richtig. Oder? Das ist richtig. Genau. Das ist so geplant. Wir schauen mal, was daraus wird. Das heißt also. Genau, das heißt also, wenn jemand eine irgendwie verpasst, weil er sich unbedingt Docker-Dir eingucken will und dann Gabi verpasst, der kann dann die liebe Gabi auch ganz fein per Video nochmal sich später von der Webseite anschauen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, genau irgendwie Sessions so rauszupicken, weil natürlich alle Sessions, hoffe ich mal, gut sind, sonst hätten wir sie nicht ausgewählt und sich alle Sprecher viel Mühe geben. Trotzdem möchte ich mal auf eine Session direkt am Anfang hinweisen, auf unseren lieben Microsoft-Kollegen Patrick Heide mit dem Fabian Loba zusammen, weil ich die beiden in einer ähnlichen Konstellation auch schon auf einem Microsoft, wie hieß das Ganze, letztes Jahr nicht mehr Partnerkonferenz, sondern Business Summit, genau, gesehen habe. Und ich fand es sehr, nicht nur amüsant, die beiden, sondern ich fand es auch wirklich sehr lehrreich. Also wer mit Azure noch nicht ganz so bewandert ist, für den kommt diese Session mit Sicherheit in Frage. Was ich da gerne auch nochmal kurz ergänzen würde oder was mir natürlich total am Herzen liegt, ich glaube uns allen und was auch mega wichtig ist, wir haben ja dann so ein bisschen eben dieses neue Format aus dem Boden gestampft. Und haben, wie ihr seht, ja dann auch echt tolle Sprecher gewinnen können. Und ich muss sagen, das war echt viel einfacher noch vom Prozess, als ich gedacht hätte. Also großer Dank, großes Lob auch schon mal an alle, die sich da heute engagieren. Es kamen sofort eigentlich nur positive Rückmeldungen. Alle hatten Lust, da mitzuwirken, mitzumachen. Und wir freuen uns mega, dass ihr das mit uns tut, dass ihr heute am Start seid, dass ihr dazu was beitragt, dass wir hier diesen tollen Tag für die Community gestalten können. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vorab ein dickes Dankeschön. Ich bin total überzeugt davon,
dass die Teilnehmer sich da mega drüber freuen, dass ihr euch da heute engagiert. Gut, also hier nochmal der Link auch auf die Sessions. Wir schauen nochmal auf die zweite Hälfte vom Tableau. Auch da geht es ja dann nach der Mittagspause quasi nochmal spannend weiter. Und ihr seht, auch hier engagieren sich etliche Kollegen auch von Microsoft, aus der PaaS-Community, aber eben auch wirklich Freunde unserer Community, die uns immer wieder unterstützen. Ja, Dankeschön habe ich gerade schon gesagt. Gibt es hier noch irgendeine Session, auf die wir besonders hinweisen sollten? Also wir hatten jetzt schon ein paar Mal über das Thema Fortbildung und Zertifizierung in Zeiten von Corona gesprochen. Da wäre dann sicherlich die Session vom Stefan um 14.45 Uhr. Ganz interessant, wer sich dafür interessiert. Aber so wie Tillmann es gerade auch schon gesagt hat, ich glaube, wir haben eine große Vielfalt, eine große Bandbreite und sicher für jeden auch was dabei. Spannende Auswahl. Damit sind wir auch nahezu schon am Ende unserer Opening-Session, glaube ich. Warte mal gerade, Kostja. Der liebe Uwe hat gerade eine nette Sache angesprochen. Ich denke mir, weil da sollten wir auch nochmal Werbung für machen, weil auch ein mega geiles Projekt, wie ich finde. Aber dafür kann der Ben uns sicherlich ein bisschen was dazu sagen. Der Ben Weißmann zu New Stars of Data. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache, da auf dieses coole Event auch hinzuweisen. Ben, würdest du da was zu sagen, liebes Unicorn? Er scheint flüchtig zu sein. Ich kann ja was sagen. Oh, der William. Oh, guten Morgen. William. Moin zusammen. New Stars of Data. Da sind Ben und ich die Organisatoren von Data Grillen. Das ist so ein ähnliches Konzept wie ein Secret Saturday, nur eben auf dem Donnerstag, Freitag mit Grillen. Und da das ebenfalls nicht stattfinden kann, haben wir gesagt, ja, es gibt etliche Events, so wie heute, die sehr erfahrene Speaker überhaupt an Plattform bieten. Wir haben beim Data Grillen einen extra Track, wo nur neue Speaker überhaupt sprechen dürfen. Das heißt, die dürfen maximal beim User Group gesprochen haben, ansonsten gar nicht. Und da haben wir gesagt, ja, sowas Ähnliches wäre cool online, damit die eben nicht, die neuen Speaker nicht auf ein ganzes Jahr warten müssen, um selber vorzutragen. Deswegen gibt es jetzt newstarsofdata.com. Da haben wir schon, ich glaube, 21 Sessions vorbereitet oder ausgewählt, die im August, am 14. August ausgestrahlt werden. Und da haben wir Sprecher aus aller Welt, auch in allen Altersklassen. Ich glaube, unser jüngster Sprecherin kommt aus Neuseeland und ist 13 Jahre alt. Sehr cool. Ja, sehr coole Aktion. Also ich denke, da werden wir auch auf allen PaaS-Kanälen nochmal drauf hinweisen. Finde ich eine ganz sensationelle Initiative. Vielen Dank auch dafür. Gerne. Gut, wir sind mit einer ziemlichen Punktlandung, glaube ich. Wir wollen ja nicht die Ersten sein, die diese 30 Minuten gleich überziehen. Am Ende des Openings hoffen, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt, jetzt auch in voller Vorfreude seid auf einen tollen Tag bei der DBC 2020. Ich würde an dieser Stelle jetzt dann auch die Aufnahme wieder beenden.